Grüezi, Servus und Hallo. Heute haben wir einen spannenden, aber auch einen seltenen Fall, der aber noch nicht abgeschlossen ist. Es wurde in Hannover ein Staatsanwalt verhaftet. Staatsanwälte gibt es auch Kriminelle, hat man schon mal gehabt, komme ich ganz am Ende drauf. Trotzdem ist es ein bisschen ungewöhnlich, weil es natürlich harte Nummer ist, wenn ein Staatsanwalt korrupt ist. Nach einem kleinen Intro steigen wir hier mal ein, was da war. Der Staatsanwalt, es gibt ein Foto von ihm. Erst habe ich Zweifel gehabt, ob es überhaupt ein Foto von ihm ist oder ob es jetzt irgendwie so ein Bildagenturbild ist. Aber es wird er wohl sein, weil es gibt mehrere Fotos, wo man es ihm ein bisschen ähnlich schaut. Man kann ihn nicht sehen, weil er einen Balken nicht nur über dem Auge hat, sondern über dem Gesicht. Ich tue euch hier auch mal einen Artikel von der Bild-Zeitung rein. Unten seht ihr einen gewöhnlichen Verbrecher. Da ist der Augenbalken so dünn, also kannst du direkt gleich weglassen. Und dann seht ihr beim Staatsanwalt, da ist die Augen, der Balken so groß, dass gleich das ganze Gesicht verdeckt ist. Nur, dass man so mal ein bisschen so sieht mit zweierlei Maß. Und normalerweise steht dann auch immer drin, beim Verdächtigen, weiß ich, der Heinz M. oder Ali G. Und hier steht gar kein Name. Und im weiteren Artikel steht irgendwann mal, der Name wäre der Redaktion bekannt. Also da, so eine heiße Kartoffel, fasst so die Redaktion ganz, ganz, ganz mit Vorsicht an. Was ich auch geschrieben habe, ist, er ist 39. Er ist schon mal vor ein, zwei Jahren, also vor längerem, ist er schon mal aufgefallen. Trotzdem war er bei dieser Kokainermittlung eben der Staatsanwalt, der Federführende. Es steht im Raum, dass er 65.000 Euro Schmiergeld bekommen hätte, um dann die Täter zu warnen, dass eine Hausdurchsuchung oder Verhaftung im Raum steht. Jetzt fragt man sich, wie kommt denn ein Staatsanwalt auf die Idee, sich bestechen lassen mit 65.000 Euro? Weil er sitzt jetzt A in U-Haft, B, er kann auch mit einer empfindlichen Haftstrafe rechnen, kommen wir auch am Ende drauf. C, macht man eigentlich auch nicht, ne? Weil dadurch geht eigentlich der ganze Staat zugrunde. Ja, weil da hängt ja alles dran, da hängt die Ermittlung der Polizei dran, alles hängt da dran, wenn dann der Staatsanwalt oder auch ein Polizist oder so, aber wenn der Staatsanwalt da Tipps gibt. Man kann es sich nur so vorstellen, sage ich jetzt mal aus Betrachtung von vergangenen Dingen, wenn so eine Person trotz des mächtigen Amtes sich in die falschen Kreise bewegt und eventuell spielsüchtig ist und Spielschulden hat oder drogensüchtig ist und eben da auch Schulden hat. Also das sind immer so denkbare, warum jemand sowas macht, weil eigentlich so vom intelligenten Nachdenken her macht es überhaupt gar keinen Sinn, warum man sowas machen sollte. Genauso, also was man riskiert, weil er ist ja nachher alles los. Er hat ja praktisch Jura verkatzt studiert, wird kein Anwalt mehr, wird kein Staatsanwalt mehr, sitzt lange im Haft, also müsste schon so hart bestraft werden. Auf meinem Titelbild sieht man, verraten hat ihn, das ist natürlich auch nicht sehr intelligent, wie die Gangster miteinander kommuniziert haben. Der eine sagte zum anderen, also war eher so eine Frage, was, morgen Razzia? Was habe ich jetzt nicht dazu gesagt? Und der andere, weil er sich wahrscheinlich wiederholt, sagt, ja, du Bauer. Und dann sprechen sie eben über den Tippgeber, ob man dem vertrauen könnte, ob das stimmt. Weil wahrscheinlich so Razzia für die natürlich jetzt ungelegen kommt. Na klar, kommt Razzia immer ungelegen, aber wenn es natürlich einen Tag vorher Bescheid weiß, ist er bedeutend gelegener als wenn wirklich so. Und die konnten sich, glaube ich, auch ihrer Verhaftung durch Flucht entziehen etc. Was noch aufgefallen ist, es wurde im Presseartikel noch berichtet, er trug vor Jahren, also bevor das mit diesem Verdacht war, trug der Staatsanwalt eine teure Rolex. Jetzt ist in meinen Augen eine Frage, was ist eine teure Rolex? Ist es Stahlmodell? Ist es Stahlgoldmodell? Ist es Vollgold oder ist Daytona? Und da muss ich so ein bisschen lächeln, weil es immer so ein typisch deutsches Ding ist. Aber Rolex ist immer teuer. Da gab es mal einen Siemens-Vorstand, der hat sich auch mal ablichten lassen mit einer Rolex, Stahlmodell, nichts Spektakuläres. Und dann haben sie das wegretuschiert und später, wenn er aber, weiß ich, eine unauffällige IWC für 100.000 am Arm hast, dann passt schon, ne? Aber Rolex, das ist schon ho, wow, wow. So, jetzt sitzt er gerade in U-Haft und es ist seit dem 29.10. und es wird wohl auch eine Zeit lang so sein, weil es muss schon viel passieren, dass man einen Staatsanwalt festnimmt. Ich möchte jetzt in dem Video mal ganz kurz was zu Hannover sagen, zu meinem persönlichen Eindruck von Hannover. Ich hatte vor ein paar Jahren, hatte ich mal tatsächlich beruflich mehrere Tage zu tun, und zwar nicht in Hannover City, sondern in Hannover Langenhagen. Ich weiß jetzt nicht, zu was von einer Art Viertel das von Hannover gehört, aber ich nehme mal an, sicher nicht zu die besseren, ja. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch schlechter geht. Ich sage einfach mal so meinen Eindruck und ich war wirklich massiv schockiert. Aber klar, wenn jemand aus München, Bogenhausen kommt oder vom Chiemgau
wo so offensichtlich nicht ganz so viel los ist, ist man halt schon schockiert. Es war Samstagabend, ich war übers Wochenende oben, ich hatte nichts zu tun und bin dann abends ein bisschen spazieren gegangen, ja, weil wollte jetzt nicht gleich ins Bett gehen im Hotel. Und dann habe ich eine hell erleuchtete Shisha-Bar gesehen, relativ weiß, mit so bunten Lichtern, wie halt so Shisha-Bars aussehen. Ich bin jetzt nicht der große Shisha-Bar-Lover, aber ich dachte mir, ja, komm, geh schon mal rein, trink was, bist mal ein bisschen unter Menschen. Auffällig waren die Fahrzeuge vor der Shisha-Bar. Es waren so typische, ja, wie sagt man umgangssprachlich, Talahon-Protz-Autos. Also es war, glaube ich, ein weißer X6, aber natürlich die M-Variante mit schwarzen Felgen und noch zwei Mercedes. Natürlich AMG-Modelle, ich glaube ein CLS, bin mir aber nicht ganz sicher. Alle immer weiß AMG mit schwarzen Felgen. War schon ein bisschen auffällig, so wie wenn sich so eine Bande da getroffen hätte. Dann bin ich da rein, wurde ewig nicht bedient und als irgendwann dann mal der Kellner zu mir kam und ich wollte halt irgendwie, was weiß ich glaube, ein Cola, ein Red Bull, irgend so ein Getränk halt in Auftrag geben, hat er gesagt, ich soll doch die Shisha-Bar verlassen, sie wüssten, dass ich ein Polizist bin. Ey, wo bist denn du da angekommen? Hä? Und ich muss noch so sagen, es war schon mal so komisch, weil da gab es hinten praktisch wie so eine Art Küche, wo natürlich du nichts verloren hast, aber da immer wieder Leute hintergangen sind. Und wahrscheinlich haben sie da fürs Wochenende ihre Drogen geholt, die das dann weiterverkaufen. Wie offensichtlich funktioniert das Ganze dann? Und mich dann zu bezichtigen, ich wäre ein Polizist und soll den Laden verlassen. Und übrigens, wenn ich ja wohl wirklich ein Polizist gewesen wäre, würde ich ja wohl den Laden nicht verlassen. Aber wahrscheinlich in Hannover ist es so. Da sagen die dann, du bist Polizist, du gehst jetzt mal, ja. Also das war mein Erlebnis in Hannover. So viel kann ich mal zu Hannover sagen. Es gab noch zwei Randerscheinungen. Es hatte noch ein Imbissladen ein paar Tage vorher gebrannt. Man hat es also frisch die Trümmer gesehen. Ich habe jetzt mal nochmal geguckt im Internet, wann das denn Ganze war, aber da brennt es ja die ganze Zeit. Also in Hannover-Langenhagen muss wohl ein Imbiss 2016, 2017 und 2020 gebrannt haben. Ja, also nur, dass man mal sieht, da brennt ja permanent eine Gastronomie. Ob das alles Unfälle sind oder ob das irgendwelche Schutzgeldnummern sind, keine Ahnung. Dann auf dem Heimweg kam da auch noch sehr viel Polizei mit Blaulicht am nächsten Tag oder am Montag habe ich in der Zeitung gelesen, dass eine Einbruchserie war, dass jemand praktisch so die Straßenfront entlang gegangen ist und hat im Erdgeschoss mehrfach versucht einzubrechen. Das ist natürlich auch schon wieder so, klingt ein bisschen nach Drogenbeschaffung oder sowas. Und dann, als ich da nochmal nachrecherchiert habe, ich sehe, ganz vor kurzem ist da noch ein 63-Jähriger, als ein alter Mann, überfallen worden in seiner Wohnung, haben sie auch noch massakriert. Also nicht nur Klau oder so richtig schöner Überfall bei so einem älteren 63-Jährigen. Mir fällt denn sowas überhaupt ein? Das ist so meine Erlebnisse zu Hannover Langenhagen. Jetzt, bevor wir zu der Geschichte tiefer einsteigen, wollte ich mal was sagen zum Thema Staatsanwaltschaft und Gewaltenteilung. In Deutschland gibt es eine Gewaltenteilung, das hat eine gewisse Grundidee. Da tue ich euch mal zwei Bilder rein. Einmal sieht man hier, da schreibt es von der gesetzlichen Gewalt. Das ist der Bundestag, Bundesrat, spricht von der ausführenden Gewalt. Da steht jetzt Bundeskanzler, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Bundesregierung, Länderregierung, drunter steht dann Polizei und Ämter. Ja, ich denke schon, dass das die ausführenden sind. Und dann steht eine Rechtsprechung und das sind dann Gerichtshöfe. Und danach habe ich noch eins gefunden, die gesetzgebende Gewalt, Bundestag, Landesparlament, ja, das würde ich soweit unterstreichen. Und dann steht die rechtsprechende Gewalt, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Ich weiß schon, dass Staatsanwalt Jurist ist und dass das wie die Richter beim Justizminister angedockt ist. Übrigens in Deutschland vor 2 Tagen hat dann auch der FDP-Justizminister abgedankt. Ist jetzt momentan das Amt, glaube ich, nicht belegt und wird jetzt diskutiert, ob man jetzt gleich eine Neuwahl macht, ganz spontan oder das Ganze noch bis Januar hinauszieht. Und dann gibt es eben die Exekutive. Da steht aber hier wieder die rechtsvollziehende Gewalt, Regierung, öffentliche Verwaltung. Ich mache jetzt mal ein Schaubild. Wie man hier sieht, die Gesetzgebende, da haben wir hier unten praktisch Länderrecht, aber ich nenne es mal allgemein Politik. Und dann haben wir drüben halt Bundestag, was in Berlin beschlossen wird, aber noch darüber ist, was in der EU beschlossen wird. Also das schiebt sich jetzt immer noch weiter drüber. Du kannst also in einem Land beschließen, was du willst. Wenn in Brüssel, in der EU was anders beschlossen wird, müsst ihr das so umsetzen. Was jetzt nicht unbedingt für jedes Land besonders gut ist, finde ich jetzt mal. Dann haben wir die Judikative, das ist Gericht. Und da sind die Staatsanwälte auch angedockt, müsste ich aber mir vorstellen, es muss eigentlich räumlich getrennt sein, weil der Staatsanwalt, der tut ja den Polizisten beauftragen, hier zu ermitteln. Oder er tut es einstellen, weil er sagt, das ist kein öffentliches Interesse. Also Staatsanwalt und Polizei ist ja ganz nah beieinander. Und er klagt ja an
und der Richter tut Recht sprechen. So, und wenn die, sage ich mal, im gleichen Gebäude ihr Büro haben, im gleichen Gebäude ihre Kantine haben, zusammen zum Mittagessen gehen, da ist ja nicht so die große Neutralität da oder die große Trennung der drei Gewalten. Und dann haben wir drüben noch Polizei und auch noch diverse Behörden. Ja, das kann ja sein, Gesundheitsamt, dies, das. Die ganze Problematik hierbei ist aber, dass sich eine Krähe der anderen keine Augen auspickt. Die Politiker, da wird so gut wie nichts untersucht. Da muss schon ganz, 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 ganz viel passieren, dass da jemand seine Immunität verliert, dass da was ist. Ich sage nur mal als Beispiel, auch mit dieser Lobbywirtschaft oder auch bei Cum-Ex oder so, kam am Ende so gar nichts bei raus. Bei Beamte, und das sind sie jetzt halt alle, von Polizei, öffentlicher Verwaltung, Richter, Staatsanwälte, ist auch so, sie sind Beamte und sind nahezu unkundbar, muss auch ganz viel passieren, wie jetzt eben zum Beispiel in dem Fall, das ist ja wirklich ganz viel. Da ist halt untereinander wirklich, finde ich jetzt, so geklügel, was eigentlich nicht sein dürfte. Ich mache mal ein Beispiel, in Deutschland ist eine Hausdurchsuchung und bei der Hausdurchsuchung stellen die fest, dass einer der Bewohner des Hauses Angestellter ist beim Gericht, beim Amtsgericht oder so. Muss dann was Besonderes sein, da sagt die Polizei schon, oh, jetzt haben wir keine Lust mehr. Ja, weil das fassen die. Umgekehrt ist ja auch so, dass man auch immer mal wieder mitbekommt, aha, Polizist, betrunken gefahren, aber okay, Kollege, ja, passt schon, fährst halt vorsichtig heim. Das sind einfach Dinge, die so nicht sein dürften. Ich persönlich habe schon ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Mir wurde mal der Mercedes W140 konfisziert, weil er auf der Autobahn wurden die Überführungskennzeichen abgenommen und er kam auf den Transporter drauf, der hat eine Panne gehabt, direkt nach der Werkstatt. Und just in der Zeit kam die Autobahnpolizei und hat dann das Fahrzeug ohne Kennzeichen auf dem Abschlepper gesehen, musste dann wieder runter, musste auf einen anderen Abschlepper und wurde dann beschlagnahmt. Der ganze Spaß hat mich über 2000 Euro gekostet und sie wollten das Auto ums Verrecken nicht rausrücken, obwohl ich das wirklich vom Anwalt ein Schreiben hatte, dass ich den zu kriegen habe. Es hieß ja irgendwie, der Grund wäre weggefallen. Es gab noch nie einen Grund, der Grund wäre weggefallen. Die Polizei hat das Auto für 500 Euro, also dieser Polizist, für 500 Euro, da haben sie es geschätzt, haben sie es versteigert an einen hiesigen Schrottplatzhändler und der wollte das Auto wahrscheinlich natürlich schlachten, braucht dazu keine Papiere und die Teile vom W140 sind natürlich ultra teuer. Wer sich da so ein bisschen auskennt. Und ich habe einen Transporter hingeschickt, das Auto zu holen. Oder der Schrottplatzbesitzer konnte bloß beispielsweise am Nachmittag, aber der Polizist bloß am Vormittag. Also ich konnte nie, das irgendwie abgesprochen gewesen. Und sie hätte mir das Auto nie holen können. Ich habe den ersten Transport eben gerade so bezahlt. Beim zweiten Transport konnte ich tatsächlich aus dem Landkreis noch einen Polizisten bewegen, aber auch wieder nur durch Bekannte, ja, dass der dann mitgeht, dass der Abschlepper auch wirklich das Auto rausrückt. Das müssen wir mal vorstellen. Wenn das jetzt irgendwo in irgendeinem wilden arabischen Land ist oder in Afrika, sagt man sich, ja gut, das ist ja da unten so. Aber in Deutschland finde ich es sehr, sehr, sehr beschämend, wenn das so funktioniert. Das sind so meine Erfahrungswerte. Und in der Schule habe ich auch nicht viel bessere Erfahrungen gemacht, dass einfach Lehrer, auch wieder Beamte, dass die hergehen und wenn Kinder aus dem guten Haushalt kommen, ja, das heißt, wenn der Vater Arzt oder Anwalt ist, dann kommen die automatisch zum Abitur, egal wie doof die sind. Und wenn die Kinder dann aus etwas einfacheren Verhältnissen kommen oder sowas, dann kriegen sie oft auch immer die einfachere fortführende Schule, nämlich entweder die Sonder- oder die Hauptschule. Und da bin ich der Meinung, mit solchen Geschichten macht man unendlich viel Potenzial kaputt, der Schaden ist riesengroß und man müsste diese Systeme auch mal wirklich überdenken und das nicht wie vor 100 Jahren beibehalten, weil die Justiz in Deutschland ist halt schon eine sehr starke Feudaljustiz und man müsste ja mal, weiß ich, das Ganze transparenter machen, dass man ähnlich wie in den USA solche Gerichtsverfahren auch mal filmt, auch schon zum Schutz des Angeklagten, dass einfach die Bevölkerung sieht, was da abgeht, weil es einfach nicht sein kann, dass oft Beweise in ihrem Beweiskraft umgedeutet werden oder sowas, nur damit man jetzt einen Täter verhaftet, aber es vielleicht gar nicht der Richtige ist und der Richtige draußen noch rumspringt. Leider, leider. Und dazu wollte ich euch noch sagen, bei Wikipedia und beim anderen Eintrag steht wirklich drin, dass das Ganze reformbedürftig ist und dass es eben nicht so funktioniert in Deutschland, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ne, da funktioniert ja momentan ganz viel nicht, aber wenn die Justiz nicht funktioniert, das ist wirklich Anfang vom Ende. Und ich mache euch da zwei Beispiele, wo die Gerichtsurteile mega zweifelhaft waren. Ich mache mehrere Beispiele. Das ist der sogenannte Parkhaus-Mörder. Der saß jetzt, glaube ich, 17 Jahre und ist mehr als zweifelhaft, ob er es wirklich gewesen wäre. Dann gab es den sogenannten Badewannenmörder am Tegernsee, wo man dann wirklich nach 10 Jahren herausgefunden hat, dass das gar nicht ein Mord war, sondern es war ein Unfall. Ja, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, den Hausmeister oder sowas zu belangen. Dann wisst ihr noch, mit Gurle die ganzen Bilder beschlagnahmt, Mollat saß in der Forensik und ohne Ende solche Sachen, was mich wirklich tief traurig macht und was mich auch, dadurch, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe,
auch zu diesem Channel gebracht hat, dass man einfach über diese Dinge redet. Es gibt ja ganz normale Podcast- und Crime-Channel, aber hier geht es auch so ein bisschen darum, um so fragliche Urteile einfach mal mit euch zu besprechen und sagen, hey, was meinst denn du? War es nicht? Und wenn eher was dafür spricht, dass jemand es nicht war, muss man vorstellen, wie groß der Schaden denn ist, weil du hast nicht nur einen Unschuldigen eingesperrt, ist ja schon eigenes für ihn sein Schicksal sehr schlimm, sondern der Täter ist ja immer noch draußen und dann wird die Akte geschlossen. Also das ist hier sehr wichtig. Um jetzt nochmal zu dem Staatsanwalt zurückzukommen, ich denke mal, so einer könnte dann tatsächlich mit einer Haft von 6 Jahren rechnen. Warum? Weil wir sowas vor kurzem schon mal hatten. Es gab in Hessen einen Staatsanwalt, der ist dann verurteilt worden wegen Untreue und natürlich Steuerhinterziehung, weil er Bestechungsgeld bekommen hat. Es wurden 350.000 Euro Bestechung festgestellt, indem er Gutachten vergeben hat an einen ehemaligen Schulfreund oder sowas. Deswegen wird sowas dann schon auch hart geahndet, aber muss auch, weil es darf ja gar nicht sein. Also das werden wir beobachten. Da gibt es sicherlich noch einen weiteren Film, was dann in diesem Fall rauskommt. Wenn dich sowas interessiert, vor allem das Thema Gerechtigkeit, nicht nur das Gruseln über die schlimmen Täter, sondern wirklich so, ist es wirklich so Rechtsprechung, wie wir uns das Ganze vorstellen, wie es eigentlich sein sollte und eben nicht nur reine Unterhaltung und Frösteln, dann einfach doch das Ganze ein bisschen supporten mit einem Abo, mit einem Daumen hoch, mit einem schönen Kommentar, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns bald wieder und wisst ihr was, ich sage bei euch weit, Tschüssikowski, bis Badowski.